Willkommen zurück in Saints Row. Das ist nicht mal Saints Row, sondern Far Cry 3. Oh mein Gott, das war. Oh. Ja, das. Alles klar. Ich. Ja. Ja, willkommen zu Far Cry 3 und nicht zu Saints Row. Ich schneide das jetzt aus Protest nicht raus. Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Buck. Wow. Buck. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Haha. Ja, also, willkommen zurück in Far Cry 3, jetzt aber mal richtig. Und ja, wir haben Willis, den lieben Olli, zurückgeholt. Aber Willis hat gerade angerufen oder so. Genau. Und wir müssen jetzt Buck finden, schätze ich mal. Der hoffentlich auf der Karte aber angezeigt ist. Warum bist du Julia? Die alten Marken. Ich glaube, ich fliege mal erstmal hier zu den alten Marken, wo ich aber in die andere Richtung muss. So. So, und ich hoffe, es freut euch, dass es hier immer noch Far Cry 3 aufnimmt. Es kamen zwar keine neuen Kommentare rein, was ich ziemlich schade fand. Aber was soll's? Ui. Fliegen wir erstmal weiter. Ich spiele hier weiter Far Cry 3. Nicht 4, nein, 3. Und ja, wollen wir mal sehen, ob wir da hinten ankommen. Was ist uns dort erwartet? Was ist das denn da für ein Feuer? Da brennt auch was. Sehe ich doch. Ui, Stromkabel. Da blinkt doch irgendwas. Das ist so ein Auto, ne? Jo. Ja, fliegen wir mal weiter. So weit ist es auch gar nicht mehr. Leiten wir mal ein bisschen aus hier. Ich glaube, wir müssen da nach oben, oder? Ja, ich schätze, wir müssen da nach oben. Da ist es einer von uns. Oh. Oh. Lalalala. Bin gar nicht da. Oh mein Gott, Alter, was? Wie viele sind das denn? Das hier ist eine Hülle. Wo komme ich denn hier raus, wenn ich hier reingehe? Okay. Cool. Machen wir hier weiter. Oder auch nicht. Ah. Wollte eigentlich nach da oben. Aber irgendwie. Schlägt es mich hier schon wieder. Alter, erschreck mich doch nicht so. Und ein Relikt gefunden. Sehr gut. Alter, diese Steine, die knirschen einfach wie Hulle. Boah, mein Gott, habe ich mich erschrocken eben. Eine Bull. Eine Bull. Ja, da sind die Bullen aber los. Mein Gott. Diese Wortwitze. Alter, wie viele von denen sind denn hier? Schweine, Schweine, Schweine. Schweine, okay. Ich werde hier hochgehen, schätze ich mal. Ja, hier geht das doch, oder? Hier komme ich doch super hoch. Los! Ja. Da komme ich super hoch, wie gesagt. Sprich mit Bark. Ja, ich weiß, was ich endlich nach Hause. gerade machen soll. Mein Freund! Moin. Was gibt es? Ich nehme mal hier die Kiste mit. Ist okay? Ist okay. Gut. Freut mich. Dann wollen wir immer aufsteigen. Eieiei. Da oben sind aber keine Feinde, hoffe ich. Mal. Ist das hier überhaupt Hauptmission? Weil das blau ist. Das war jetzt Hauptmission. Aber ich. Ja, egal, wir fahren jetzt einfach mal hin. Wollen mal gucken, was der von uns will. Noch eine Kiste? Hallöchen. Wer bist du denn? Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts?
Ist schon gut. Ich bringe es dir bei. Was blinkt da hinten grün? Ach, das ist das Funkturm. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will nicht die Familienrabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Der hat eine sehr merkwürdige Stimme. Aber okay, und ich muss jetzt hier sammeln alle Erkennungsmarken der japanischen Soldaten. Jo, ich hoffe doch, die sind nicht so weit weg da hinten. Den war ich doch schon mal. In einer Folge, da war ich doch schon mal, oder nicht? An der Kanone? Da lag doch ein Skelett rum und da haben wir doch einen alten Brief gefunden. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, das war hier. Aber mal gucken, wir sind hier. Da, sag ich doch. Erste Marke. Und eine Kiste. Erste Marke und eine Kiste. Das klingt doch sehr vielversprechend. So, da müssen wir auch noch hin. Da. Da. Kommen wir da hin. Bisschen was zum Schnüffeln hier. Aber da wollen wir gerade nicht hin. Hallo, ich will hier gar nicht rein. So, ich will doch hier noch die Kisten mitnehmen, wenn ich da schon mal einmal hier vorbeigehe. Liebes Spiel. Klingt das logisch für dich? Ja, hoffe ich doch. So, da ist die zweite Kiste. Wirklich viel Geld bekommen wir jetzt hier aber nicht. Aber egal, besser als gar nichts. Geh zuerst zu dem da unten, ne? Ja. Also, irgendwer ist keine Feinde, aber auf dem Weg, oder? Achso, ich hab gedacht, das wäre schon hier am Haus. Ah! Achso, ich dachte, ich muss da unten rein. Ich dachte schon. Hier war ich aber schon. Wie man sieht, die Kiste war schon aufgebrochen. Weiter Marke. Sind unsere Leute, sind unsere Leute. Alles klar, lassen wir da. Jagen wir heute mal nicht sofort in die Luft. Hey, lassen wir mal da, ne? Jo. Ich habe gerade Schritte hinter mir gehört. Oder bin ich selber das? Und da hat gerade mein Handy vibriert. Sag ruhig. So. Top-Apps von Telekom mir erstmal was sagen. Jo. Müssen wir da runter? Nehmen wir mal an, wir müssen hier runter. Da oben. Alles klar. Eine Kiste. Oh, eine Kiste mit viel Geld. Das ist gut. Ich glaube, Autos fahren über uns drüber. Ich glaube, hier geht eine Straße lang, oder? Jo. Da ging zwar keine Straße lang, aber wir haben trotzdem die Autos. Sie haben schon laut gehört, weh? Oh mein Gott, Alter, was ist denn heute los mit dir? Wir haben die drei Erkennungsmarken und bringen sie ja zu unserem netten Freund wieder, der die Leichen der Verstorbenen zurückverkaufen will an die Familien. Eigentlich eine gute Geschäftsidee, wenn man mal so darüber nachdenkt. Ja, ich glaube, ich mache mich selbstständig. Oh, das ist eine tolle Idee. Brauchen wir nur ein paar Leichen und Erkennungsmarken. Yo. Aber nach Japan zu schicken, so eine Leiche, tiefgekühlt oder so, ist bestimmt auch nicht billig. Und eine Kiste. Yo, ich habe deine Erkennungsmarken. Das war's dann, Mann. Du bist eine Maschine. Das reicht, um uns das ganze Jahr zu beschäftigen. Ich weiß. Bitte sehr, für die
Die Erkennungsmarken. Das war ja jetzt nur, ich glaube, das war jetzt keine Hauptmission, sondern eine kleine Nebenmission. Nebenmissionen sind also blau und Hauptmission gelb, nehme ich mal an. So wie ich das jetzt verstanden habe. Und dann fahren wir mal noch zum gelben Punkt. Der war wo? Der war genau vor mir. Nach Abernaki war das. Das ist doch diese komische Anfangsstadt, wo wir aufgewacht sind, ganz am Anfang. Mit unserem ersten Tattoo im Arm. Wow, ah. Los, lass mich vorbei. Ich muss hier links. Platz da! Müllabfuhr, die nicht mehr vorwärts und rückwärts kommt. Okay. Da war einfach mal gar nichts, aber okay. Vielleicht dürfen wir hier nicht reinfahren, laut Spiel. Oh, diese Affen, ey. Ah, genau, im Shop. Wir können mal kurz in den Shop gucken, wenn ich schon einmal hier bin. Munition. Inventar füllen wir jetzt erstmal nicht mehr auf. Schnellverkauf, den ganzen Schritt. Weg damit. 4000 können wir in der Tasche haben. Magnum. Ist natürlich sehr geil. Chancen, Sturmgewehr. Guck mir noch mal ein bisschen durch. Ich habe die ausgerüstet, die hier, ne? Vergleichen mit der. Ist die besser, ja? Schussfrequenz und Beweglichkeit ist die hier schlechter. So. Ja, mal statt der. Muss ich mal hier ein bisschen durchgucken. Ausgerüstet haben wir die. Das ist gut. Leichte LMGs. Leichte Maschinengewehre. Jo, brauchen wir aber nicht. Granatenwerfer brauchen wir auch nicht. Flammenwerfer auch nicht. Konsumartikel, nö. Das ist so eine Special-Waffe. Cool. Anpassen oder da oben verändert sich nur das Kaufen. Gut. Nehmen wir sie einfach mal mit. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich ja, ja, ich weiß. Bestellen. Ja, das sagst du jedes Mal. Die haben genau die Ausrüstung, die du ja, okay, tschüss. Meine Güte. Da ist noch so eine blaue Nebenmission. Machen wir mal. Oder machen wir mal die Nebenmission heute, ne? Ja, komm. Gehen wir da mal hin. Die Hauptmission geht ja in der nächsten Runde weiter. Ich hoffe, das ist okay für euch. Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling, mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör, meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Wieso werde ich schneller sein? Ihr seid zu zweit? Seid schon ein bisschen älter, seid bestimmt trainierte Läufer hier auf der Insel. Ich bin hier erst eben eingeflogen. Könnt ihr nicht? Seid ihr nicht schneller? Also jetzt mal so ganz logisch überlegt. Ihr müsstet doch eigentlich schneller, aber ja, okay. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Der kommt nicht mehr raus. Na toll, ich muss laufen. War ja klar. Das ist jetzt die Shotgun, ne? Alter. Nice.
Okay, das ist das. Dann mit dem Reflexvisier. Die Sniper haben wir auch noch dabei. Alles klar, wir haben alles dabei. Da bin ich ganz froh drüber. Davon ist doch schon die komische Tusse, die wir abholen sollen. Befreie das Gebiet von aggressiven Tieren. Soll ich etwa ins Auto steigen und die überfahren oder was? Oder weshalb steht hier so demonstrativ dieses Auto rum? Aber okay, los! Überfahren wir alle! So, da haben wir doch bestimmt schon was mitgenommen. Hier ist zwar noch überhaupt nichts, aber okay. So, da war doch schon was. Doch. Und noch mehr. Da, hier. Krokodile. Da. Patsch. Funktioniert doch super. Und nochmal. Flatsch. Wir räumen auf. Wir räumen auf. Ist schon alles weg? Ich steig mal aus. Jetzt hör auf zu heulen. Ich bringe ja auch alles mit, was er hat. Guck mal, er hat rote Pokerchips und $1, Alter. Das bekommst du. Du kannst alleine. Jetzt sei doch mal wieder glücklich. Hallo, sei mal wieder glücklich. Du bekommst $1 und einen roten Pokerchip. Einen roten, Alter. Sowas ist nicht... Gibt's nicht so oft. Sowas ist selten. Dann mal froh. Hallo. Happy. Happy. Da sieht das nach einem Happy-Gesicht aus. Ja. Okay. Ich hoffe und bete, dass das alles vorübergeht. Ah, so, dann scannen wir die mal ein bisschen hier. So. Alles okay? Nicht mal Heuli-Heuli machen? Gut. Bring dir auch noch ein bisschen Fleisch mit, damit du auch was zu essen hast. Hör auf zu quatschen, wenn ich hier gerade rumfuchtele, dann höre ich dich doch gar nicht. Kannst mir das gleich in Ruhe sagen. So, hier, Messerschnitt da und Messerschnitt dort. Ey. Ich höre hier doch noch was. Hab ich dich gehört. Sprich mit Nadja. Warum bist du Julia? Ach so. Ja. Du alles hast klar. Wirklich was bewegt da draußen. Ja, ich weiß. Dein Kumpel liegt da unten. Ich habe hier einen roten Pokerschick von ihm und einen Dollar hat er noch dabei gehabt. Ist es okay? Hoffentlich geht es den Kindern gut. Ja, ja, ja. Hoffentlich geht es den Kindern gut. Deinem Freund ist ja egal, ne? Jo. Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen, aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Hier hast du noch den roten Pokerschip und den $1. Bitte sehr. Und ja, sie kletterte und kletterte hier auf den hohen Felsen. Hier, diese Stufe, kletterte sie hoch und brauchte dafür bestimmt 2 Stunden. Alter, was ist denn hier los? Wie viele Raubtiere sind denn hier? Ist doch nicht normal. Meine Güte, müssen wir mal wieder aufräumen. Da muss die Putzorgie mal wieder ran. Die nette Hausfrau von nebenan. Schöne Grüße nebenbei. Muss da ran. Die erstmal ordentlich schrubben. Wie kommt das Auto hin? Wie kommt dieses Auto dahin? Ich schätze, das Auto, was da hinten stand, war das, womit die da hingefahren sind. Aber, oder? Wie kommt das Auto dahin? Und wo ist mein Quad hin? Wie haben die mein Quad da rausbekommen? Und wieso nimmt Jack hier die Waffe? Waffe weg. Waffe da. Waffe weg. Ja. Ja, ich blödel hier schon wieder rum. Aber es gehört auch dazu zu und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao.